Den Hinweis auf das ETH Bildarchiv und das Projekt Crowdsourcing habe ich aus irgendeiner Zeitschrift erfahren. Ich weiß nicht mehr genau welche, irgendein Heft von Heimatschutz oder aus einer Seniorenzeitschrift. Ich habe dann einfach den Link ausprobiert und habe dann gleich den Reiz des Bildfindens gespürt und habe mich an die Bilder aus meiner Heimatregion gemacht, aus der Gegend des Untersees am Bodensee. Historische Bilder sind für mich historische Dokumente, historische Quellen und sie erlauben einen besonders eingängigen Vergleich von damals und jetzt. Man muss sich zwar hüten, in den Bildern die Realität zu sehen, sondern die Bilder sind ja auch inszeniert und man sollte sich hüten, die heile Welt darin zu sehen. Ich habe dieses Bild von diesem Städtchen gewählt. Es ist eine hochdramatische Schrägaufnahme vom Flugpionier Mittelholzer. Es hat eine spannende Entstehungsgeschichte. Die Suche nach dem Bild war für mich sehr spannend, weil ich es lange nicht geschafft habe. Und man kann auch aus dem Bild auch noch etwas von der großen Geschichte herauslesen, weil wenn man das Bild anschaut, damals und heute, sieht das Städtchen fast noch gleich aus. Das hat einen Grund. Und jetzt hatte ich die folgenden Indizien auf dem Bild. Es gibt da ganz markant die Burg links oben, in der Mitte natürlich der Marktplatz des Städtchens, die Kirche. Rechts sieht man ein kleines Flüsschen, dann eine Eisenbahnlinie und die Topografie der Gegend ist offenbar eher gebirgig. Schließlich kann man auch die Schatten der Häuser herauslesen. Man sieht also, Norden ist links. Ja, und diesen Indizien bin ich nachgegangen. Die Kirche, den Marktplatz, das Flüsschen kann man vergessen, weil das gibt es überall in der Gegend. Die Burg war auch kein gutes Indiz, weil in dieser romantischen Mitte Deutschlands gibt es Burgen in Hülle und Fülle. Ich bin schlussendlich der Eisenbahnlinie nachgegangen und habe jede Eisenbahnlinie zwischen Jena und Bamberg durchfahren auf der Karte. Und nach vielen Misserfolgen und Sackgassen bin ich dann auf dem Städtchen gelandet. Es handelt sich also um das Städtchen Leutenberg in Thüringen. Die Burg links oben, das ist das Schloss Friedensburg. Und ja, ich bin ganz stolz, dass ich es gefunden habe. Es hätte ja sein können, dass die Bahnlinie gar nicht mehr existiert. Es gab nämlich auch Fälle, wo ich nach Bahnlinie gesucht habe und nichts gefunden habe. Zur Identifizierung der Bilder verwende ich zwar auch mein Gedächtnis, aber für die Heimatregion mag das noch reichen. Für Bilder weiter entfernt in der Schweiz oder in Europa ist das schwierig. Da nimmt man halt die Hilfsmittel im Internet, die elektronischen Landkarten, Google Maps, Street View, die Peakfinder-App und was man noch so hat. Und gelegentlich auch eine analoge Landkarte. Für das Städtchen Leutenberg habe ich halt auf der Karte, auf der alten Karte von der BRD, die Strecke Leipzig-Radolfzell eingetragen und dann so in einem 10-Kilometer-Korridor gesucht. Ich arbeite an den Bildern vor allem 2 Stunden vor Mitternacht, weil zu anderen Tageszeiten wird man immer gestört. Da setzt sich dann der Hund vor einen hin und schaut einen an, so mit einem stillen Vorwurf. Du mit deinen Bildern, mir ist ja so langweilig. Und da ist die Konzentration dann weg und dann muss man den Waldspaziergang halt machen. Also ich schaffe kurz vor Mitternacht, manchmal nach Mitternacht weiter. Aber dann schicke ich natürlich das Mail ans Bildarchiv erst am nächsten Tag ab.